Passend zum Sommer backe ich heute mit dir richtig leckere, fluffige Zitronenmuffins. Die Zitronenmuffins sind super einfach zubereitet und ich würde sagen, wir legen direkt mit der Zubereitung los. Für die fluffigen Zitronenmuffins brauchst du folgende Zutaten: 75 Gramm Butter, ein Ei, 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 50 Gramm Naturjoghurt, 5 Gramm geriebene Zitronenschale, eine frisch gepresste Zitrone, also den Saft von der Zitrone. Dann brauchst du noch einen Teelöffel Backpulver und 100 Gramm Mehl. Als erstes geben wir die Butter zusammen mit dem Zucker, Vanillezucker und dem Ei in eine Rührschüssel und lassen die Zutaten für ca. 3 bis 5 Minuten miteinander verrühren. Jetzt gebe ich den Zitronensaft, den Naturjoghurt und die geriebene Zitronenschale hinzu und lasse die drei Zutaten für ca. 1 bis 2 Minuten noch unterrühren. Jetzt kommt noch das Mehl und das Backpulver hinzu und die zwei Zutaten werden ganz kurz nur untergerührt. Jetzt gehe ich mit einem Teigschaber am Rand entlang, sodass auch wirklich alle Zutaten miteinander verrührt sind. Und dann fülle ich den Teig auf 6 Muffinspringförmchen auf. Das mache ich ganz gerne mit einem Eisportionierer. Und jetzt gehen die Zitronenmuffins für ca. 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Der Backofen ist schon bei 180 Grad Oberunterhitze vorgeheizt. Nach den 20 Minuten sind die Zitronenmuffins dann fertig. Ich persönlich hole die lieber etwas früher raus, also wie gesagt so nach ca. 20 Minuten, denn ich mag Zitronenmuffins richtig saftig. Jetzt könntest du nach Lust und Laune noch einen Guss drüber machen oder eine Schokoglasur. Da darfst du dich einfach austoben. Ich persönlich mag Muffins am liebsten ohne etwas drüber. Mein Mann zum Beispiel braucht immer einen Zitronenguss auf Zitronenmuffins. Da rühre ich dann einfach etwas Puderzucker mit Zitronensaft zusammen und gebe das dann noch auf die Muffins drauf. Das Rezept kannst du gerne auf meinem Blog nachlesen. Da findest du dann alle Zutaten aufgelistet und eine Schritt-für-Schritt-Anweisung. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal, deine Jannika.